Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind momentan dabei, Fragezeichen und verbliebene Quests nach Ende sämtlicher Add-ons und des Hauptspiels abzuschließen. Und waren soweit jetzt mit Toussaint fertig und es ist an der Zeit, wieder zurück in die guten alten Gebiete zu wandern. Das werden wir jetzt auch machen. Vorher noch eben kurz ein Röhnchen rasten, um unsere Ressourcen wieder aufzufüllen. Und dann machen wir uns jetzt tatsächlich mal wieder auf, zurück nach Skellige. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es da aussieht. Also, lass uns mal schauen. Ne, nicht Skellige. Es geht erstmal nach Velen. Genau, wir machen Velen, Novigrad, das ist ein so ein Packen. Dann müssen wir mal gucken, ob es bei Kaer Morhen noch was gibt. Und ich glaube, Weißgarten waren wir durch. Ich gehe mal gerade mal nach Weißgarten gucken. Aber Weißgarten, genau, da gibt es nichts mehr. Monsternester sind alle weg. Da ist nichts mehr los. Ne, da ist Weißgarten. Würde ich sagen, hundertprozentig, ne? Hundertprozentig, da sind wir zufrieden. Was auch immer. Ach, das ist die Kräuter. Alles gut, alles gut. Gut, dann auf nach Velen. Da ist noch ein bisschen was los, oder? Da haben wir noch ein paar Fragezeichen, sind noch offen, wie man hier so sieht. Auch da oben noch hier so. Da ist bestimmt auch noch einiges los. Also, da geht noch ein bisschen was und ich würde sagen, wir fangen einfach. Wo fangen wir denn an? Das ist die Frage. Hier, dieser Berg sieht ja schon ein bisschen einladend aus, ne? Da oben Banditenlager. Und dann hier noch, gucken wir mal. Dann gehen wir mal von der Wegkreuzung einfach den Berg hinauf und schauen mal, was uns erwartet. Ich muss auch noch die Box-Quests machen und die Reite-Quests. Wir werden auch heute gleich mal den ersten Box-Quest einstreuen. Lass ich mich mal ordentlich vermöbeln. Ich bin ja zu blöd, um dieses Box-Spiel hier in diesem Spiel zu verstehen. Ich weiß nicht, wieso. Entweder bin ich zu ungeduldig oder so. Aber wir werden mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin da guter Dinge und oh mein Gott, wir sind da. So, jetzt mache ich mal kurz. Ich will wenigstens Tag haben. Also ich will hier die erste Reise wieder durchwählen durch das alte Gebiet. Das soll schon wieder per Tag, bei Tag passieren. Dann machen wir uns ebenfalls noch eine Wegmarke da oben hin. Und zwar, das ist unser nächstes Ziel. Oh, geht das los. In diese Richtung. Ich dachte, wir müssten den Berg hinauflaufen, aber offensichtlich laufen wir hinab. Plötzlich, wie sieht's aus? Könnte dich hier wirklich gebrauchen. Oh, das ist nett von dir. Komm her. Hey, nein, nein, komm her. Also, lass mich doch mal mit. Heya! Ja, also. Los geht's. Dann wollen wir mal einfach dem Weg folgen. Wobei der sehr merkwürdig ist. Ich sehe einen Weg, aber ich sehe ihn nicht. Muss ich jetzt gestehen. Aber das ist schon alles cool. So, ein paar Rehe. Moin. Na? Ihr habt mich vermisst, wa? Oh, ich habe euch auch alle vermisst hier. Oh, Wölfe, moin. Ich reite einfach mal an euch vorbei. Oh, es scheint zu laufen. Ich bin ganz zuversichtlich. Oh, ein kleiner, schimmeliger Baum im Weg. Oh, gut, da können wir ein bisschen abkürzen, ne? Nicht schneiden. So. Ja, entspann dich. Da ist auch schon. Kannst du mich schon mal runterlassen, plötzlich. Wir sind schon da im Grunde. Lass uns mal schauen, was da los ist. Klingt nach irgendwas. Oh, ich glaube, mein Wecker geht gerade an. Ja, voll cool. Das war mein, ich muss aufstehen zum Let's Playen Wecker, aber ich bin heute schon früher wach gewesen. Hallo, ein Wimpern. Komm her, komm her. Oh. Ja. Ey, du schwebst so tot und glücklich da oben in der Luft rum. Das ist nicht in Ordnung. Ah, gut. Gut, dass dieser Wimpern für uns inzwischen keine Bedrohung mehr ist, war abzusehen. Aber hey, mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Schema. Das siehst du. Rüstung, ein bisschen Ohrens. Ah, gut. Dann haben wir das erledigt. Dann wollen wir mal weiter gucken. Weltkarte, da war ja noch eins. Ich würde mal auf Banditenlager schätzen, muss ich sagen. Es wird vermutlich ein Banditenlager sein. Mal kurz den Zwischenstand speichern. Und los geht's in Richtung diesem verfallenen Turm. Ah, was verbirgt sich hier? Oh, nee, ist ein Riese. Ein Zyklop. Ja, entspann dich mal. Ja, schade. Wenn man sich so verbuggt und nichts tut, ist man natürlich gar keine große Gefahr mehr. Ein Zyklopenauge. So, aber hier wird trotzdem irgendwas versteckt sein. Abgesehen von ein bisschen Geld. Da ist eine Kiste. Glyphen und ein Schwert. Silberbarren. Ich glaube, ich muss noch die meisterlichen Schwerter einmal equippen, um das Achievement zu bekommen, dass ich sämtliche meisterliche Sachen trage. Oh, meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe. Oh, seht ihr mal. Damit wäre das auch erledigt. Gut, das war das. So. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Wo müssen wir als nächstes hin? Nächstes Ziel.
wäre tatsächlich schon hier irgendwie da unten. Ein nicht erkundeter Ort. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier entlang, da so durch den Wald damals. Ihr erinnert euch noch, da waren ganz viele von diesen Krabbelfiechern, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, die einfach zu stark für uns waren. Da mussten wir abbrechen und da habe ich gesagt, machen wir irgendwann, wenn ich mal stärker bin. Gut, dass so viel Zeit ins Land geht, konnte man ja nicht ahnen, aber hey. Wir sind jetzt da hinten. Ja, da sind wir am besten mit einer, sind wir am besten mit einem Schnellreisepunkt unterwegs. Dann gehen wir zurück zur Wegkreuzung. Ah, hey, hier ist einer. Perfekt. Perfekt. Nehmen alles zurück. Wir brauchen gar nicht zurück zur Wegkreuzung. Hier oben ist einer. Und dann schnell reisen wir doch am besten hier hin. Oder ist da noch einer näher dran? Nee. Nee. Sind wir hiermit am besten? Da wird es ein bisschen viel hin und her gereisen, ne? Das ist dann nun mal so. Also wirklich einladen sieht das hier ja nicht aus. So, dann chartern wir ein Boot. Haben wir hier ein Boot? Nee, kein Boot, schade. Sonst wäre ich jetzt mit dem Boot einfach dahin geeiert. Aber gut. Müssen wir uns einen Weg zu Fuß hier durchbahnen. Aber auch das wird uns gelingen. So, schön ist das hier. So. Allzu weit ist es auch gar nicht. Was ist denn hier los? Nebling. Kommt ihr denn her? Hättest du wohl gern, wa? Oh, nix, mein Freund. Verlieren wir den ja. Oh, die sind offensichtlich dabei. War's das? Zwei Neblinge. Wo kamen die denn jetzt her? Ich dachte, wir hätten schon sämtliche Monster in ganz Wählen ausgerottet. Aber offensichtlich treiben sich doch noch vereinzelt ein paar rum. Geralt hat halt immer irgendwas zu tun, ne? Das ist. Oh, noch mehr. Hey, das ist sogar gar nicht so wenig. Gut, der wollte sich gar nicht erst verstecken. Wo ist der zweite? Na, komm her. Ah, lassen wir mal. So ist das fein. Und weiter geht's. Alles gut, alles gut. Von so ein paar Nebelingen, ne, da lassen wir uns ja jetzt nicht aufhalten. Oh, warte. Das sind auch tatsächlich Leute. Stört euch das gar nicht, dass da Neblinge in eurem Dorf herumeiern? Ja, die lachen ganz vergnügt. Also offensichtlich habt ihr da gar kein Problem mit. Finde ich cool. Man hat sich halt an die Nebelinge gewöhnt. Man lebt mit ihnen zusammen. Man ist. Die sind prächtig. Guckt mal da. Was ist denn hier los? Naja, ich lasse euch mal weitermachen, ne? Wenn ihr meint, dass das läuft, das, lasse ich euch da mal, ich will euch da nicht reinfunken, ne? Wenn das läuft mit euch und den Nebling, wenn ihr da so eine Symbiose eingegangen seid und euch versteht. Freut mich, ne? Nicht jedes Monster ist auch wirklich ein Monster. Ja. Das haben wir ja im Laufe unserer. Oh je, da sollten wir nicht runterspringen. Im Laufe unserer Geschichte gemerkt. Mann, was ist das für ein unwegiges Gelände, um zu diesem einen Popelfragezeichen zu kommen. Wir müssen ganz schön Umweg latschen. Kann ich hier irgendwo absteigen? Ja. Da geht wohl. Oh. Sah jetzt nicht so gut aus, aber hat funktioniert. So. Ist auch nicht mehr weit. Paar Fuß noch. Wow, sliden wir mal ins Wasser. Ah, siehst du, schon haben wir nasse Füße, Geralt. So ein Scheiß, wa? War keine Absicht, ne? Banditenlager. Moin. Lasst ihn nicht zu. Ja, ja, Level 9. Das ist gut. Wie der einfach nicht instant gestorben ist. Achso, wegen der Death-Animation. Ich wollte sagen, ihr seid Level 9. Das haben wir verdient, dass wir jetzt hier einfach da durchrennen. Ja, siehst du mal. Und. Jo, oh, das. Oh. Nee, du. Das sieht hier. Sah nicht gut aus, Leute. Sah nicht gut aus, sorry. So, was haben wir hier noch so? Und. Jo. Was ist das? Dann haben wir hier. Eine Armbrust. Zwergen Schnaps und damit sind wir auch mit diesem Banditenlager fertig. Jetzt müssen wir mal gucken. Als nächstes wäre diese Insel angesagt. Leider ist hier tatsächlich gar kein Boot. Das heißt, ich müsste schwimmen. Ich müsste schwimmen. Ja, dann werden wir das tun, weil von hier aus kommen wir eigentlich im Grunde nirgendwo anders hin. Lass uns einfach mal einen kurzen Turn durchs Meer machen. Es gibt nämlich nicht so wirklich einen angenehmen Weg hier wieder weg. Das führt alles durch irgendwelche bergigen Gebiete oder Dörfer und ähnliches. Dann machen wir doch unsere kleine Tour. Ist auch nicht allzu weit. Man kann das schon da oben vorne erahnen. Ein bisschen durchs wellige Wasser schwimmen. Mal ein bisschen die Rüstung durchspülen. Das ist auch mal wichtig, ne?
Oh, siehst du. Da genießen wir jetzt ja quasi so zusammen noch ein bisschen Geralds Lebensabend, so, wo man nochmal entspannt die letzten Schätze sucht, die letzten paar Monster erledigt, noch ein bisschen Armdrücken macht. Naja, nee, Armdrücken gibt's ja nicht mehr. Boxen. Oh, siehst du. Man merkt, ich schieb das ein bisschen raus, ne? Erstmal hier noch ein paar Fragezeichen und dann gehen wir bald boxen. Es ist bald soweit, Leute. Ist nicht mehr lang. Bald gehen wir boxen. Mal gucken, was unsere ersten Gegner sind. Ich habe schon Haue gekriegt, weil ich mich nicht mehr erinnerte. Also einer der Boxgegner ist einer der berühmten aus Witcher 1. Aber ey, Leute, hallo? Ich weiß noch nicht, weiß ich nicht mehr alles. Aber tatsächlich, ist wohl so. Habe ich gleich in den Kommentaren einen raufgegeben. Hier kommen die Ertrunken. Grüße gehen raus übrigens. Was danke für die Info. Stück Dreck. Oh, Stück Dreck, du. Komm her, du. Komm. Oh, noch einer Trunk. Nein, ey, entspann dich mal. Da ist noch einer. Wo kommst du denn her? Oh, siehste. Ertrunkenen Nest. Oh, Bombe Nike schmeißt hier. Zack. Ey, Gerd, dann müsst ihr noch ein bisschen üben mit dem, Treffen, ne? Die klubst du so ein bisschen daneben. Aber effektiv. Oh, da kommt noch einer. Oh, du brennst. Das ist natürlich dumm gelaufen, ne? So, dann looten wir hier eben noch, was geht. Oh, da noch ein paar ertrunkenen Hirne für meine Sammlung. Haben wir eigentlich unsere Nacktbilder jetzt schon aufgehangen? Nee, ne? In unserer Wohnung. Das ist, glaube ich, der Abschluss. Im allerletzten Part, wenn ich mich dann verabschiede von euch und sage, so Leute, wir sind jetzt erstmal, es ist leider vorbei mit Geralt. Wir sind durch fürs Erste. Dann werden wir in unserer Bude da beenden, indem wir unsere Nacktbilder da aufhängen. Das wird so sein. Und dann kann Geralt auch in Ruhe seinen Feierabend genießen, finde ich. Hat er auch nach, boah, bei mir sind es jetzt 3 Jahre, glaube ich. Also Witcher 1, dann habe ich direkt danach Witcher 2 und direkt danach Witcher 3. Das ist schon eine lange Zeit, ne? Muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, wenn der gute Geralt noch nicht mehr da ist. So, hier ist ein bisschen sumpfig. Da muss man aufpassen, hier gibt es Löcher. Ich bin mal in einem Loch stacken geblieben. Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, dass uns das nochmal passiert. Das war auch eine witzige Aktion, ne? Ich bin noch nie hängen geblieben und dann stack ich in so einem Loch im Sumpf und kam es nicht wieder raus. So. Verlassene Städte. Da sind nämlich diese Indriagen. Das war ein bisschen übel. Ja, das ist jetzt vorbei, ne? Jetzt haben wir haben fleißig gearbeitet. Wir sind ultra stark. Oh, was ist jetzt passiert? Ach, die Dorfbewohner kommen wieder zurück. Und es ist wieder Punkt 19 Uhr. Richtig so. Du Leute, ich hätte euch vielleicht erst noch die ganzen Eier da wegmachen sollen, damit auch der Nebel sich verzieht. Weißt du, dieser Giftnebel und so. Oh, Geralt ist zufrieden. Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja, hast du auch. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Sind die Eier jetzt weg? Offensichtlich. Ich sehe auch die Bevölkerung nicht, aber ist okay. Ja, doch da, ein Bauer. Alles gut. Alles gut, Leute sind da. So, warte, hier ist noch was. Oh, mitnehmen. Ja, erstmal ein Grün hochziehen, ne? Muss auch mal sein. Manchmal muss das einfach raus. Das ist auch nicht gut, wenn das zu sehr steckt und stopft, ne? Einfach hochziehen, rausspucken. Super. Richtig befreiend. So, okay, weiter geht's. Da ist gleich das nächste. Siehst du, das geht relativ fix. Also, ich werde mir die in Skellige gibt es ja noch so viel auf dem Wasser. Die werden wir auch als letztes machen. Also, das wird so das Ende werden. Wir machen jetzt noch hier so die Fragezeichen, die es in Skellige, Velen und Novigrad gibt. Auch an Land und an Wasser, weil hier sind nicht so viele Wasser. Dann machen wir die Boxdinger. Und dann als letztes werde ich tatsächlich eine sehr lange Bootstour machen. Und werde die letzten Fragezeichen auf dem Wasser ins Skellige machen, weil das wird tatsächlich wahrscheinlich sehr unspannend werden. Weil das ist halt nur rumfahren und tauchen. Das war, muss man wirklich sagen, das ist schon hart an der Grenze gewesen, letztes Mal schon. Deswegen hebe ich mir das auch für den Schluss auf. Da kann nämlich jeder, der da keinen Bock drauf hat, der braucht sich das dann näher kommen. So, und ganz zum Schluss enden wir dann in unserer Wohnung in Toussaint. Machen noch ein bisschen Urlaub mit Triss und hängen unser Nacktbild auf. Ich finde das, das klingt eigentlich ganz schön. So, dann wäre das auch erledigt. Weiter geht's. Hier ist dann auch schon nichts mehr. Nö, da sind wir hier unten am Rand, sind wir durch. Dann geht's jetzt hier hoch. Dass da tatsächlich noch ein nicht erkundeter Ort ist, obwohl wir den versteckten Schatz gefunden haben, wundert mich. Manchmal gibt's halt auch so, also einige sind ein bisschen verbuggt oder waren damals zumindest verbuggt. Da wurden dann auch Fragezeichen angezeigt, obwohl es gar keine Fragezeichen sind. Da müssen wir mal gucken. Da dürfte es hier eins geben.
Aber es sind inzwischen ja sehr viele Patches ins Land gegangen. Vielleicht ist das auch gefixt. Mal schauen. So, ich würde sagen, ja, wir machen heute die Folge, machen wir Fragezeichen Parts. Nächste Folge geht es dann los mit Boxen. Da machen wir uns dann auf zum Boxen. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Ja, wenn du das sagst, kann man, oh, kann man sehen, wie man will. Ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die Götter, aber ich bin auch froh, dass ich euch helfen konnte. So, ja, dann gehen wir hier hin. Gibt es eine Höhle in der Nähe? Es könnte halt auch durch diese Höhle sein und dann da lang irgendwie. Aber es wäre sehr großes Gebiet, ne? Wäre eine sehr große Höhle. Wir werden mal gucken. Wir gehen einfach mal schauen. Das wird mit dem einen Fragezeichen noch in Dings lustig, in Novigrad, was da irgendwie so oben ist, wo man auch irgendwie unterirdisch eigentlich hinkam, beim Quest auch mal durchgelaufen ist. Ey, ob ich das jemals wieder finde, wir werden sehen. Oh, hier wird ein bisschen gebrannt, paar Ziegelsteine gebrannt. Oh, hier. Ah, ist das das Dorf, was gestorben ist, weil ich mich so falsch entschieden hatte? War das das? Was ist gar nicht mehr. Aber der Hund sah so unglücklich aus, sein Innerstes hing so nach außen, das ist aber meistens nicht schön. Ja, kommt nicht so gut. Ja, das kommt nicht so gut. So, dann wollen wir mal. Fliegt hier irgendwas Dickes? Ja, irgendwas Dickes scheint zu fliegen. Da fliegt auf jeden Fall ein Greif. Um dich kümmern wir uns später. Wobei er das vielleicht ist, ne? Wer weiß. Es könnte sein Nest sein da hinten. Ein paar Meter sind das noch. Versteckter Schatz, ne? Jo, doch, er kommt. Oh, Erscheinungen. Metal. Opa. So viele. Ich glaube, ich erinnere mich wieder, warum wir weggegangen sind. Ich habe doch früher so extreme Probleme mit den Erscheinungen gehabt. Inzwischen habe ich es ja ganz gut hingekriegt, zumindest dann auf dem späteren Level, wo es auch anspruchsvoller ist, dann einfach mit dem Jürgen-Zeichen zu arbeiten. Das ging mir dann ganz gut. Kommst du jetzt hier runter oder nicht? Was ist los mit dir? Ich kann sie nicht entscheiden. Also ich sehe hier einen unverschickten Brief. Liebste Elke, ich danke den Göttern, dass die Narren an sie glauben. Zweimal haben wir nun schon unseren Nutzen daraus gezogen. Das erste Mal, als wir diesen Haufen Silber aus dem Tempel gestohlen haben. Keiner hat was gesehen, denn wer wäre tapfer genug, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, indem er einen solch heiligen Ort entweiht? Und dann haben wir alles in Ruinen versteckt, die angeblich von den Elfengöttern verflucht sein sollen. Niemand wagt sich in ihre Nähe, nicht mal auf Sichtweite. Wir mussten die Sachen also nicht mal richtig verstecken, weil sie dort sicherer sind als bei der Vivaldi-Bank. Wir verbringen die Nacht im Wald und dann reite ich nach Novigrad und suche einen Käufer dafür. Wir werden reich, Elke, reich! Und vielleicht werfe ich dann auch etwas in den Teller als Zeichen meiner Dankbarkeit an Aberglauben und Dummheit. Dein Edgar. Oh, Edgar, das hat ja nicht so gut funktioniert. Finde den Schatz in den Elfenruinen. Oh, hier scheint ja... Da ist er doch schon. Ja, schrei du da hinten rum. Oh, da ist noch ein... Ein Mittagserscheinung. Oh, oh, die ist sogar wirklich ein bisschen böse. Wow, 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 wow. Fangen Sie mit dem Jürgen. Das hat dann auch funktioniert. Ah, sorry. Gut, damit hätten wir das auch erledigt. Wo war das noch eine Kiste? Ja, siehst du. So. Dann schauen wir mal. War hier in der Nähe noch ein weiterer? Hier ist nichts mehr. Nö. Oh, hier da nenne ich mir noch die Strandtour mit den ganzen Piraten. Erinnert ihr euch noch? Meine Güte, das war auch ganz schön viel Arbeit. Dann haben wir hier noch ein Banditenlager, das irgendwie offensichtlich noch nicht erledigt ist. Da haben wir wahrscheinlich die Truhe noch nicht gefunden. Da ist noch eins. Mittendrin. Aber ich glaube, das ist das Verbackte. Ich glaube, das ist das verbackte Ding. Aber wir gehen da trotzdem hin. Das würde mich wundern, wenn hier so mittendrin noch eins wäre. Aber ja, möglich ist alles, ne? Gut, wo ist denn jetzt dieser Greif? Ich will den ja eigentlich nicht da so rumfliegen lassen, muss ich sagen. Das war zu einladend. Ich gehe den nochmal suchen. Oh! Oh! Ist gut, Hahn! Ist gut! Wir haben nicht gehört. Ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen einmal kurz hier den Break machen. Ich hoffe, der Greif kommt jetzt nicht runter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder.
Und machen weiter Fragezeichen und werden dann mal gucken, dass wir die Box-Quest die erste machen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.